Hallo Freunde des gut kultivierten Achterbahnbaus oder des weniger gut kultivierten Achterbahnbaus, je nachdem wie man das jetzt nennen möchte. Wir sind wieder bei Let's Build a Theme Park, Folge 109. Die Folge wird, so viel kann ich schon mal verraten, könnt ihr eigentlich gleich wieder abschalten, die Folge wird relativ langweilig. Zumindest zum Zuschauen, zum Bauen war sie ziemlich interessant, aber zum Zuschauen, wow, das ist mir gerade vorhin bei der englischen Aufnahme aufgefallen, die könnte doch etwas langweilig werden. Aber gut, was wir in dieser Folge machen werden, ich werde es quasi einfach vorneweg schon mal alles sagen, was gesagt werden muss. Und dann kann das sein, dass irgendwie ab 5 Minuten oder sowas nur noch Musik läuft und nicht mehr redet, weil es macht einfach keinen Sinn, die ganze Folge zu bequatschen, weil irgendwann wiederholt man sich dann einfach. Was wir in dieser Folge machen werden, ist, wir werden zum einen einen neuen Coaster in diesem Bereich bauen, nämlich eine Turbine, ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop. Muss ich gestehen, da habe ich einfach dadurch, dass ich in diese langen Aufnahmepause, die wir zwischen Episode 100, 107 und 108 hatten, glaube ich, war ich in Valley of Belgium und bin Psycho Underground gefahren. Das Ding hat mich einfach komplett weggefickt, deswegen wollte ich unbedingt auch so einen Teil haben in dem Park. Ich meine, klar, zwei Launch Coaster in einem Themenbereich ist vielleicht ein bisschen over the top, also das ist nicht vielleicht, es ist einfach total over the top und nicht realistisch und überhaupt nicht in irgendeiner Weise wirtschaftlich sinnvoll. Aber wir machen es trotzdem. Ich habe konkrete Pläne, oder ich habe im Laufe dieser Folge wirklich konkrete Pläne dafür entwickelt, wie genau ich das Ding hier bauen möchte, den Themenbereich. Von daher ist die Folge zumindest für mich sehr interessant, weil die halt wirklich mir möglich hat, diesen Themenbereich jetzt wirklich auch mal anzugehen. Wir haben bis jetzt immer nur so ein bisschen damit rumgespielt, ja, und keine Ahnung, und da wird dann wohl irgendwas geplant, jetzt weiß ich genau, was ich da bauen will, und es wird jetzt auch durchgezogen. Ich kann jetzt halt auch wirklich anfangen zu bauen, weil ich jetzt wirklich den Plan habe, den ich gebraucht habe, um anzufangen. Also was wir jetzt in dieser Folge machen, wir werden erstmal verschiedene Locations ausprobieren für die Turbine, werden uns dann für einen entscheiden. Werden den Bereich ansonsten noch umstrukturieren, hauptsächlich, also getämt wird nichts, aber es wird viel umstrukturiert, um den Bereich letztendlich so fertig zu machen, dass wir in der nächsten Folge dann anfangen können, wirklich zu bauen, wirklich anfangen können zu themen und zu bauen. Dafür ist diese Folge sehr wichtig. Ja, ansonsten gibt es eigentlich kaum noch was zu sagen, glaube ich. Ach ja, eine Sache noch, die verlorene Folge, die ich euch versprochen habe, habe ich ja gesagt, die kommt am Sonntag. Die wird nicht am Sonntag kommen. Liegt hauptsächlich daran, dass es beim Head-to-Head-Contest letzte Woche enorme Verspätungen gab und Verzögerungen gab, weswegen ich nicht weiß, wann das Weekly Recap-Video von letzten Woche kommen soll. Und dementsprechend, also ich gehe davon aus, dass die Weekly Recap jetzt am Sonntag kommt, frühestens. Von daher ist dieser Sonntags-Slot belegt. Das heißt, es kann sein, dass wir die verlorene Folge auf in zwei oder in drei Wochen verschieben müssen. Aber sie wird irgendwann kommen. Ich weiß eben, wie gesagt, nur noch nicht wann. Das ist das große Problem. So, das wäre jetzt auch gesagt. Das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich durch. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und fürs restliche Schauen, für die restlichen 10 Minuten Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder für die Head-to-Head-Berichterstattung. Und bis dahin, Leute, macht's gut, würde ich sagen, ne? Viel Spaß noch mit dem Video. Tschüss.